hat uns befahren. Unsere Finalistin und Finalisten, die warten schon wie Trennrössli und wollen einfach nur eins endlich loslegen. Darum halte ich mich an dieser Stelle kurz, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist es! Das grosse Finale von der spektakulärsten Sportshow von der Schweiz. Das ist Ninja! Oh yeah! Status, wo wir uns jetzt befinden, kann man endlich mal sagen, die Leistungsfähigkeit von uns Durchschnittsschweizer ja nichts, aber auch gar rein nichts mit denen von unseren Finalisten zu tun. Das sind einfach Top-Athleten, das haben sie uns in den letzten paar Wochen beeindruckenderweise können präsentieren. Wir haben noch mal etwas gelernt. Spannender, schneller und härter als bei Ninja Warrior Switzerland geht nicht. Ja, und König der Herze, das ist er, der bis jetzt bei uns noch unbezwungene Mount Midoriyama. Eine Metallkonstruktion mit einem 20 Meter langen Tau. Wer es nach den Strapazen vom ganzen Parkour hierher und hier rauf schafft und das alles noch in der vorgegebenen Zeit, teilt uns ein Preisgeld von 100'000 Franken mehr als verdient. Ninja Woman Switzerland kämpft heute die Finalistin und 24 Finalisten. Wir starten das Finale mit diesen 9 Hindernissen. Und es ist halt schon so, wer in die zweite Runde kommt, der muss all die 9 Hindernisse hinter sich bringen und das ohne an einem falschen Ort anzulangen oder das Wasser zu berühren. Und das wäre das Ganze nicht schon genug brutal, es ist richtig brutal, haben wir noch eine kleine Zeitlimit eingebaut von 4 Minuten. Schafft man es nicht in diesen 4 Minuten, dann taucht man ab, ohne dass man ins Wasser geht. Ja, der Weg ist das Ziel, aber leider Gottes liegt das Ziel halt auch einfach am Ende des Weges. Und wie man den am schnellsten, elegantesten und effizientesten kann bezwingen, das zeigt uns jetzt der schwarze Ninja. Auch im Finale legen wir mit dem Fünfsprung los. Dann wartet das Kugelspiel. Da geht es mit Schwung zum sicheren Ausstieg. Daraufhin mit Gleichgewicht über die schwebenden Keile und dann die Rohrbalken drauf. Das ist ein Hindernis, das viel Geduld, Kraft und Ausdauer braucht. Nur so schafft man es auf die andere Seite. Das ist und dann kommt. Auf dem Parkour jetzt ist der Alexander Löffler. Auf seinen 62 Kilo hat er gerade mal 8,8% Körperfett. Die präsentiert er uns hier. Wo sind die? Obwohl genau. Die wahrscheinlich sind es mittlerweile weniger, nachdem er da fürs Finale trainiert hat. Starker Griff! Eine riesige Transition an dieser Stelle. Und jetzt kommt da sein Klettertalent zum Zug. Wow! Schau mal! Auf die Frage über Günd sagt er, er weiss nicht über Günd, aber er wird ganz sicher weit vorne mit dabei sein. Wie weit vorne, das sehen wir, wenn er das Kletterbrett meistert. Jetzt geht es um die Hand- und Augenkoordination. Man muss schauen, wo die nächste Hand hingeht. Und nein, um die geht es definitiv nicht mehr. Jetzt geht es darum, zu schauen, dass man schnell wieder ein Badtüchli findet.